Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und leckeres Rezept für eine schokoladige Pfannkuchentorte. Dafür als erstes für den Pfannkuchenteig 200 Gramm Mehl, 3 Eier, 300 Milliliter Milch, 100 Milliliter Mineralwasser, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz in eine Rührschüssel geben und alle Zutaten mit einem Mixer oder einem Schneebesen ein paar Minuten gut miteinander verrühren, bis ein klumpfreier Teig entstanden ist. Den Teig anschließend zur Seite stellen. Weiter geht's mit der Schokoladenganache. Dafür 250 ml Sahne in einen Topf gießen, bei mittlerer Hitze erwärmen und sobald die Sahne anfängt zu köcheln, vom Herd ziehen und dann über 250 Gramm Zartbitterschokolade gießen. Alles ein paar Minuten stehen lassen und anschließend miteinander verrühren, so lange bis die komplette Schokolade geschmolzen ist. Die Schokoladenganache danach in den Kühlschrank stellen und während die Creme etwas abkühlt, können wir anfangen, die Pfannkuchen auszubacken. Dafür eine Pfanne mit einem kleinen Schuss Öl erhitzen, eine Kelle Teig in die Pfanne geben, den Teig durch leichtes Schwenken am Boden der Pfanne verteilen und circa eine Minute je Seite darin ausbacken. Die Pfannkuchen nach einer Minute wenden und danach aus der Pfanne heben, auf einem Teller übereinander stapeln und auf diese Weise weitere Pfannkuchen ausbacken, bis der komplette Teig aufgebraucht ist. Die fertigen Pfannkuchen anschließend komplett abkühlen lassen, dann die Schokoladenganache aus dem Kühlschrank holen, mit einem Mixer für 2 bis 3 Minuten aufschlagen, bis die Creme etwas luftiger und deutlich heller geworden ist. Und wenn das erledigt ist, können wir die Pfannkuchentorte schichten, dafür einen Pfannkuchen mit einem gehäuften Esslöffel Ganache einstreichen, dann einen weiteren Pfannkuchen drauflegen, etwas andrücken und wieder Schokoladencreme darauf verstreichen. Das Ganze so lange wiederholen, bis alle Zutaten aufgebraucht sind und die Pfannkuchentorte mit einem letzten Eierkuchen abschließen. Danach sind wir auch schon fertig. Die Torte anschließend in Stücke schneiden, auf Tellern anrichten und zusammen mit ein paar frischen Beeren servieren. Zum Schluss noch mit etwas Puderzucker bestäuben und dann wünsche ich einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.